Durch die Funktion meines Vaters als Souschef im Bahnhof Bern wurde meine Liebe zur Eisenbahn schon damals geweckt. Hier sehen wir ihn in der Funktion im Bahnhof Bern bei der Abfertigung von Zügen im alten Bahnhof Bern 1957. Bemerkenswert ist damals, dass das Personal noch über die Gleise die Bahnsteige gewechselt hat und auch über die Plattformen von Wagen gestiegen ist. Hier zieht ein Triebwagen der Bern-Neuenburg-Bahn aus dem Depot Bern-Außerholligen eine Rarität. Es handelt sich um die CE66, die schon im Jahr 1910 abgelieferte Lokomotive war damals die stärkste Elektrolokomotive der Welt mit ihren 2000 Pferdestärken. Es wurden zwei Lokomotiven des Typs CE66 von SLM MFO geliefert an die Bern-Lötschberg-Simplonbahn. Die beiden Maschinen wurden bis 1928 am Lötschberg eingesetzt und kamen dann an die Bern-Neuenburg-Bahn. Hier die Einfahrt in den Bahnhof Pümplitz mit einem Personenzug. Diese entstand 1958. Die Ausfahrt aus dem Bahnhof Pümplitz, die 1959 aufgenommen wurde.